Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, sich für eine engere EU-Zusammenarbeit im Kampf gegen das Coronavirus einzusetzen. So wolle er beim Treffen der Gesundheitsminister am Donnerstag in Brüssel darauf drängen, dass die EU den Flugverkehr aus China in Zukunft einheitlich regle und es EU-eigene Mittel für Maßnahmen gebe. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir beim Thema Forschung uns darauf einigen, dass wir auch europäisch aus dem EU-Haushalt dort Mittel wollen. Und ich möchte übrigens auch erreichen, und die Debatte wird in Brüssel zu führen sein, dass die Bitte der Weltgesundheitsorganisation nach finanzieller Hilfe nicht nur von den Nationalstaaten beantwortet wird, sondern dass auch die Europäische Union sich auch mit Haushaltsmitteln verantwortlich fühlt. Auch die Europäische Volkspartei forderte eine gemeinsame EU-Strategie. Zudem erklärte die Brüsseler Gesundheitskommissarin, es sei Zeit, dass die EU geeint reagiere. Spahn warnte, der Höhepunkt der Epidemie könnte noch nicht erreicht sein. In Deutschland gibt es offiziell 16 Infizierte, die meisten von ihnen Mitarbeiter der Firma Webasto bei München. 2 Erkrankte waren unter den Menschen, die Anfang Februar aus China zurückgeholt wurden. In der Bundesrepublik gelten für Direktflüge aus dem Land besondere Sicherheitsvorschriften. Piloten müssen melden, ob Passagiere Symptome haben. Die Reisenden müssen angeben, wo sie sich in den kommenden 30 Tagen aufhalten.